Der Beef gestern auf Twitter. Ich muss sagen, ich war schon lange, 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 lange auf Twitter nicht mehr so unterhalten wie gestern. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Endlich wieder ein Video. Es tut mir sehr, 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 sehr leid, dass ich das jetzt einfach nie geschafft habe und endlich wieder Minecraft spielen. Ich werde wahrscheinlich sowas von abkacken, weil ich einfach gar nicht mehr geübt bin oder sonstiges. Aber mal schauen. So, erstmal da draufstellen, dann kann er das da unten nicht öffnen. So, nice. Zack. So machen wir das und dann gehen wir ganz schnell wieder weg. Tschüss. So, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Es tut mir leid, ich nehme auf. Es tut mir leid, dass ich das jetzt nicht geschafft habe in der Zeit, Videos zu machen. Es ist halt einfach sehr, 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 sehr stressig. Wenn man den ganzen Tag auf der Gamescom oder auf den Videodays rumläuft und dann einfach man am Ende des Tages weiß, man muss eigentlich noch einen Vlog schneiden. Mich nervt das selber, dass ich es nicht geschafft habe, aber müsst ihr euch mal vorstellen, ich musste am nächsten Tag dann wieder mega früh aufstehen und ich hätte es einfach nicht geschafft. Dann hätte ich vielleicht am nächsten Tag dann wieder gar nichts gefilmt, weil ich schlecht drauf gewesen wäre oder so. Und das möchte ich ja auch nicht und ich glaube, dass das auch keiner von euch irgendwie möchte. Und von dem her habe ich dann gesagt, nee, ich filme alles, dafür werde ich aber dann in den nächsten Tagen die Vlogs hochladen und ich glaube, dass es so einfach besser gelöst ist, als wenn ich jetzt mich extra dazu quäle, jeden Tag noch ein aktuelles Video hochzuladen. Vor allem, weil sowieso ganz, 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 ganz viele coole YouTuber auch noch ganz, ganz viele Vlogs hochgeladen haben, die auch wirklich sehr, sehr schön zum Anschauen sind. Also, den haben wir auch. Haben wir den Bogen? Nein, aber wir haben eine bessere Hose. Das finde ich ziemlich geil. Aber einen Bogen haben wir leider nicht. So. Oh, schöne neue Brust. Geil. Ist meine Brust-OP vollzogen. So. Gut, weiter geht's. Ja. Dann möchte ich jetzt noch ganz kurz was dazu sagen, was jetzt in letzter Zeit alles so kommen wird. Und zwar, vor allem in letzter Zeit, ich meine in nächster Zeit. Es wird auf jeden Fall ganz, ganz viel Minecraft-Level-Up kommen, weil das Projekt mit Nilo, wie gesagt, läuft ja noch immer sehr, sehr aktiv. Das Problem ist nur, ich hatte jetzt halt nie Zeit, was aufzunehmen. Natürlich, ich war jetzt über 2 Wochen nicht da und in der Zeit kamen auch total viel, total wenige Videos. Und ja, dann möchte ich einfach nochmal Danke sagen an all die Leute, die mit dabei waren auf der Gamescom und auf den Videodays, die mit mir dabei waren. Wir haben ja so eine kleine Gang, die nennt sich Popokwa Gang. Ihr denkt euch, was ist das für ein bescheuerter Name? Und zwar darf man den Namen nicht so tiefgründig nehmen. Und zwar gibt es ja jemanden, der heißt Arschente. Und dann hat sich das irgendwie mal so entwickelt, dass wir mal gesagt haben, Popo-Quark wegen Arsch-Popo und wegen Ente-Quark. Und dann haben wir mal in GTA so eine Crew erstellt, die wir dann Popo-Quark-Gang genannt haben, weil wir sonst keinen Namen hatten. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Mit den ganzen Leuten habe ich mich getroffen, das waren glaube ich 9 oder 10 Personen. Und ich muss sagen, das sind wirklich Leute, die mir richtig ans Herz gewachsen sind und das übers Internet, auch wenn sich das jetzt so böse anhört übers Internet, aber es ist krass, dass ich wirklich Leute, die ich übers Internet kennengelernt habe, so sehr zu schätzen weiß und einfach die Freundschaft von denen mir richtig viel wert ist, so. Du wirst sterben, mein Lieber. Ja, ich weiß ganz genau, dass du sterben wirst. Das weißt du auch. So, komm her, los, los. Komm zu mir. Komm zu mir. Dann bekommst du auch ein Bier. Ist da hinten jetzt auch noch jemand, oder was? Okay, nee, ich esse mal lieber was. Weil ich möchte es ja nicht riskieren, ne? So, ich habe da irgendwie jemanden gesehen, keine Ahnung. TNT noch mehr, das ist gut. Ich komme mal von hier. So, komm her jetzt. Komm zu mir. Als ob der mich immer anzündet, dieser Schwanz. So, schnell wieder zurück, weil sonst sterbe ich echt noch, weil ich die ganze Zeit brenne. So. Nee, wisst ihr was, Leute? Ich gehe weg von dem. Lege mich jetzt mal nicht mit dem an, ich kann mich beherrschen. So, wir gehen jetzt aber einfach mal schön in die Mitte. Kann ich mein Schwert verzaubern, dann ist es besser als ein Eisenschwert.
Und dann hoffe ich mal, dass wir gute Chancen haben, weil, ich meine, 6 Spieler leben noch. Und, ja, so, gut. Nächstes Thema. Weil die Videodays und so weiter haben wir jetzt ja abgehakt. Da wird aber auch noch ein Video von kommen, wo ich dann nochmal genau meine Meinung dazu schildere. So. So, komm her. Komm zu mir. Als ob. Hat er kein Schwert? Hallo. Du mit deinem scheiß Feuer, ne? Alter Schwede, gibt's hier nirgendwo Wasser? Doch, hier unten. Ich würde jetzt Wasser... Oh, so, gut. Jetzt haben wir ihn aber wenigstens noch bekommen. Dann nervt er nicht weiter mit seinem Kackfeuerzeug da. Also, dann machen wir uns jetzt einfach ein Feuerzeug. Ich bezweifle, dass wir noch ein zweites Ding finden. Einen Bogen hatte der auch nicht. Schade. Schade, schade. So. Zack. Und dann geht's ab in die Mitte. Ich muss noch ganz schnell enchanten, bevor es ins Deathmatch geht. Was sollte ich überhaupt ins Deathmatch kommen, ne? So, nächstes Thema. Videodays sind abgehakt. Da wird dann aber auch auf jeden Fall noch beim Vlog was dazu kommen. Und zwar der Beef gestern auf Twitter. Ich muss sagen, ich war schon lange auf Twitter nicht mehr so unterhalten wie gestern. Respekt, Simon und Dagi, ihr habt es geschafft, mich sowas von zu unterhalten, dass ich gestern ausgerastet bin mit meinen Tweets. Ich glaube, ich habe noch nie so viel an einem Tag getwittert wie gestern. Also gestern war nice. 12.8. erstmal den Beef mit Sipst. Der wurde ja sehr gehatet wegen seiner Meinung. Und dann auch noch Simon und Dagi und dann haben sich auch noch andere Leute wie Montana Black oder Chris von Bullshit TV und so weiter eingemischt. Wow, also Respekt Leute, jawohl Schärfe. Ich hätte das niemals gedacht, dass ich mich von einem Streit so sehr unterhalten lasse. Also ohne Witz, mein Leben ist gerettet. Also danke schön dafür und jetzt meine Meinung zu dem Beef. Also ich muss sagen, ich finde es ein bisschen lächerlich, was Dagi da abgezogen hat mit ihren Anschuldungen. Ich meine, natürlich kann ich das nicht zu 100% wissen, was Simon macht. Aber ich glaube, dass ich weiß, Simon gut genug zu kennen, um zu sagen, dass was Dagi gesagt hat, nicht stimmt. Und sie sich einfach nur retten wollte. Und ja, so. Okay, den habe ich. Okay. Ich guck dann mal. Scheiße, ey. Ich habe jetzt einfach mal fair geschrieben. Oh, oh. Ich hoffe mal, dass er jetzt, weil ich angenickt bin, dann fair macht mit mir. Bitte, bitte, mach fair mit mir. Ich mag dich doch so. Oh, thank you. So, nice. Der hatte aber, glaube ich, ein Eisenschwert. Finde ich richtig geil. Und einen Bogen hatte der auch noch. Moment, so, zack. Ja, der hatte zwei Eisenschwerter. Hier, ich gebe dir mal eins. Zack. Also, der hat ein Dia-Schwert. Hab noch, 4 Herzen zum Ringen. So, okay. Da wäre jetzt noch ein zweites Eisen gewesen. Hatte der noch irgendwas an Equipment, was ich besser haben sollte? Nein, ich glaube nicht. So. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt gewinnen hier. Und dann geht's gleich los. Also, ich fand den Beef echt cool und war dann natürlich auf Simons Seite. Und ja. Okay, bin ready. KK. So. Sag Bescheid. Ja, auf jeden Fall, in der Zeit, wo er es noch fragt, Leute, ich liebe euch, ihr seid die Besten. Und es freut mich endlich wieder Minecraft zu spielen hier in Minecraft. Und ich muss sagen, die Zeit jetzt mit diesen Leuten, wo ich mich getroffen habe, hat mich einfach so ins Grübeln gebracht, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und ich bin ernsthaft am Überlegen, mich nach Köln zu ziehen. Ja, das ist jetzt natürlich noch ein bisschen spontan, weil ich bin noch nicht 18 und sowas. Aber nächstes Jahr.
Und dann gucken wir einfach mal, ob das was wird. KK, go. So. Schauen wir mal, den da eventuell zu treffen. So, ich bin ja hinterm Feuer. Das gefällt ihm, glaube ich. Wenn er halt brennt, das würde ich halt feiern. So, einmal habe ich ihn getroffen, das ist gut. Ich brauche Pfeile, kacke, wo sind denn die anderen Pfeile? Wo stecken die denn? Aua, einmal hat er mich auch getroffen, okay. So, komm her, put, put, put. Oh scheiße, ich habe das Scheiße hier geöffnet. Was tue ich denn? Ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös. Jetzt mache ich irgendwelche komischen Dinge, die ich eigentlich nicht machen sollte. Scheiße, was mache ich denn da? Ey, ich bin gerade ein bisschen Brain AFK hier. Naja, scheiß drauf. Oh, oh, Leute. Es wird heftig. Oh mein Gott, GG. Alter Schwede, ich war gerade so am Sweaten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich habe es noch geschafft. Oh mein Gott. So. Also Leute, die erste Runde, die ich jetzt wieder in Minecraft gespielt habe, nach der Gamescom gewonnen. GG. Und jetzt geht's wieder los mit Videos. Freut euch drauf. Die Vlogs kommen natürlich noch nachträglich von der Gamescom. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, würde mich eine positive Bewertung sehr, sehr freuen. Oder ein Kommentar, ob ihr auch auf der Gamescom oder den Video Days wart. Und wie ihr die Organisation so fandet. Macht's gut, haut rein und ciao.